Dieses Video wird euch präsentiert vom größten Gewinnspiel aller Zeiten. In Zusammenarbeit mit Boostbox könnt ihr den besten Gaming-PC aus der Keystore-Linie gewinnen, den Sir Keystore mit einer RTX 4090, einem Intel i9. Alle Informationen dazu in der Videobeschreibung. Willkommen zurück zu einer weiteren Gaga-Folge Atomic Heart. Freut mich, dass du da draußen wieder komplett blam-blam bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte abgedrehte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Wo bin ich hier? Im Legoland? Ich habe keine Ahnung. Es sieht auf jeden Fall sehr, sehr abgedreht aus. Und Leute, ihr müsst euch unbedingt das Ende der letzten Folge angucken. Das war so ein merkwürdiger, weirder, abgedrehter Twist. Unbedingt angucken, denn ich glaube, sonst steigt man hier gar nicht mehr durch. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, bewerten, kommentieren, let's go. Gehen wir mal raus hier aus der Bude. Was kommt zu mir? Was ist das? Was ist das? Ist das Kunst? Alter, was ist das für crazy? What? Okay, ich kann das drehen, aber leider... Hui! Nee. Es geht nicht, weil die... Ah, jetzt. Weil ich nicht nah genug rangekommen bin. Jetzt bin ich nah genug rangekommen. Okay, das sind Skelette. Roboter-Skelette mit irgendwelchen Spielzeugherzen drin. Das ist echt verrückt. Dieses Spiel, Freunde. Was soll das hier sein? Hier leuchtet was drin. Was ist das? Ein Apfel? Habe ich gerade einen Super-Apfel gefunden? Sind das Cracker? Besteht der Boden aus Crackern? Ist das so eine Art russische Version von Super Mario? Ich verstehe es nicht. Wirklich, jetzt bin ich gespannt, wie sie das aufbröseln. Nom. Nom, nom. Kann ich da hochklettern? Was bin ich? Moment, was bin ich? Bin ich ein Kaninchen? Bin ich Bigfoot? Das sieht ja mal so irre aus. Was läuft hier? Kann ich da rein? Warum sammeln wir Äpfel ein? Hat das irgendeine tiefere Bedeutung? Ha. Leider ist mein Kyrillisch sehr eingerostet, deswegen kann ich es leider nicht lesen, was da steht. Wow. Okay, guck mal, hier oben sind auch noch Äpfel und... Kann man da irgendwie bouncen? Oh yes, oh wow. Oh mein... Alter, out of control. Bin ich ein Häschen? Warte. Moment. So, und jetzt. Nochmal. Irgendwie, eben gerade bin ich so schön hochgeflogen und jetzt funktioniert es irgendwie gar nicht mehr. Ja, geht doch. Naja, jetzt springt er zu weit. Okay, ich sag ja, die Steuerung ist irgendwie ziemlich weirdo. Ich sammle mal die Äpfel ein. Wird schon für irgendwas wichtig sein. Aber das sieht cool aus. Es ist abgedreht. Okay, ist das Polymer? Oder ist das mal echtes Wasser? Ist das ein Lego-Männchen da oben, das völlig am Durchdrehen ist? Die russische... Party-Armee. Aber wer redet mit mir? Wach auf, mein Liebster. Naja, ich weiß ja nicht, wer ich bin. Ich habe ja keine Ahnung, wer ich bin. Warum sammle ich diese Äpfel? Es gibt auch so viele. Es muss ja auch irgendwas. Irgendwas muss es ja bedeuten. Brauche ich die alle? Brauche ich die überhaupt für irgendwas?
Ah, der Boost geht noch. Okay. Hier hin. Jetzt hier hin. Wow. Vorsicht. Ich brauche meine Vitamine. Deswegen sammle ich die ein. Nährstoffe und Naschen. Wo wache ich jetzt auf? Warum habe ich Äpfel eingesammelt? Werde ich das jemals herausfinden? Petrei, mein Junge. Du lebst. Mehr oder weniger. Genosse Hetchenhoff. Die Regierungskommission. Sie sind tot. Molotows Leiche ist hier. Was ist mit den anderen? Wie viele Leute waren bei ihm? Etwa 15. Einige könnten überlebt haben. Finde es heraus. Was zur Hölle ist hier passiert? Wer hat das getan? Die Roboter kamen wohl rein. Du hattest Glück, heil zu entkommen. Genosse Setschenow, die Kommissionsmitglieder sind tot. Alle. Das ist tragisch, aber es ändert nichts. Kollektiv muss immer noch aktiviert werden. Ganz meine Meinung. Aber was machen wir mit dem toten Politbüromitglied? Wir haben da nicht viele Optionen. Rechts, kümmere dich. Michael, gehe zur Sendeanlage und sorge dafür, dass die Regierungsleitung gekappt ist. Beeil dich. Jawohl, aber der Kreml wird einen Bericht des Genossen Molotow erwarten. Ich werde das Politbüro persönlich über diese Tragödie informieren. Schnell, Michael, wir haben nicht viel Zeit. Links, hilf hier. Wie geht's dir, mein Junge? Nicht gut. Ich habe wieder versagt. Es ist einfach zu viel. Es ist für uns alle zu viel, dieses schreckliche Ereignis.
Was? Was war das? Ein Tribut an die Verstorbenen. Genosse Setschenow, wir haben ein Problem. Der Hauptsender wurde aktiviert. Jemand will dem Westen Informationen zukommen lassen. Wer könnte das getan haben? Es gibt nur zwei Leute, die in der Lage wären. Petrov und Sie. Petrov ist tot. Ich habe seine Leiche... Nur den Körper. Bei Petrov kam es immer auf den Kopf an. Es war sein Körper. Wie ist das möglich? Filatova. Wenn deine Komplizin eine Neurochirurgin von Dr. Filatovas Kaliber ist, dann ist wohl alles möglich. Hast du das Signal verfolgt? Petrov verschleiert seine Signatur, aber er ist sicher in einem der Wissenschaftszentren. Hast du das gehört, mein Junge? Finde ihn. Sofort. Alter, was habe ich da gerade gesehen? Charles, was zur Hölle ist hier unten passiert? Was meinst du genau? Wer hat die Regierungskommission getötet? Wie habe ich überlebt? Tut mir leid, ich kann dir nicht helfen. Du hast auf einmal das Bewusstsein verloren, als hättest du von hinten einen Schlag abbekommen. Da war ich auch außer Gefecht gesetzt. Was war das für ein Monster aus rotem Polymer? Das war ein Neuropolymer-Datenspeicher. Ein Datenspeicher? Was speichert er denn? Leichen? Der Boss sagte, er sei ein Tribut an die Verstorbenen. Was hat das mit Daten zu tun? Da wirst du Dr. Setschenow selbst fragen müssen. Ich für meinen Teil kann nur sagen, dass Professor Sacharow auf genau dieselbe Art gestorben ist. Das ist doch völliger Irrsinn. Ich dachte immer, dass Polymer harmlos sei. Na gut. Suche Petrov und kehre so bald wie möglich nach Chelomei zurück. Das wird für alle am besten sein. Charles, dieses Monster, du weißt schon, das rote Polymerding, der Datenspeicher. Warum sieht es wie ein Mensch aus? Dr. Setschenows Idee. Er wollte, dass er sich unabhängig bewegen kann. Wozu soll sich ein Datenspeicher bewegen können? Dann läuft das Monster davon, verirrt sich und seine wichtigen Informationen gehen verloren. Es wird nicht davonlaufen. Es ist Dr. Setschenow gegenüber genauso loyal wie die Ballerina-Zwillinge. Wenn Dr. Setschenow es in die Außenwelt entlässt, bleibt es als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme immer in seiner Nähe. Sicherheitsmaßnahme? Um Leute anzugreifen? Was meinst du, Genosse Major? Warum sollte es notwendig sein, dass eine Neuropolymersubstanz, die einen Menschen in Sekunden auflösen kann, sich unabhängig bewegen kann? Heilige Scheiße. Willst du mir etwa sagen, dass der Galert sich an jemanden anschleichen und ihn töten kann, ohne eine Spur zu hinterlassen? Es erinnert mich tatsächlich an eine gewisse Person, die unter ungeklärten Umständen und ohne Zeugen starb, nachdem sie ausgerutscht und in ein Becken gefallen war. Schöne Scheiße. Ja, gibt einem zu denken. Er gibt mir immer wieder hier diese Anstöße, ne? So, hey, denk mal ein bisschen darüber nach, denk mal ein bisschen hierüber nach und so weiter und so fort. Der Handschuh, der schubst mich schon in der Richtung. Jetzt halt nur die Frage, ist der Handschuh auch wirklich ein netter Dude? Weil irgendwie sagt mir mein Gefühl, trau ihm nicht zu sehr, Kumpel. Hey Charles, wenn Dr. Setschenow seine Zwillinge entsendet, um zum Beispiel Stockhausen zu begleiten, wird er selbst dann von diesem roten Monster bewacht? Das ergibt Sinn. Genosse Stockhausen würde sein Ziel in einer Anlage, in der es von feindseligen Robotern wimmelt, niemals allein erreichen. Und Setschenow würde niemals unbewacht bleiben. Wieso? Er ist ein Held der Sowjetunion. Alle verehren ihn. Warum würde jemand ihm etwas antun wollen? Ja, warum wohl, Genosse Major? Glaubst du etwa, dass es Leute im Kreml gibt, die auf ihn eifersüchtig sind und ihn beseitigen wollen? Sie wollen wohl eher einfach Macht über Kollektiv gewinnen. Wenn einer die Welt beherrscht, ist es kaum überraschend, dass ihm der Thron streitig gemacht wird. Und zwar von sehr mächtigen Leuten. Besser Dr. Setschenow als Generalsekretär von Kollektiv als sonst jemand. Generalsekretär? Meinst du, das erwartet ihn? Natürlich. Was sollte er sonst werden? Ich hoffe, du hast recht.
Das ist echt alles so verdammt crazy. Aber ich finde das gut. Ich finde das richtig gut. Das ist ein Spiel, das mal wirklich sich Charles, auch so sie konnte Petrov Informationen an den Westen schicken. Die Anlage befindet sich im Lockdown. Petrov kann nichts direkt an jemanden übermitteln. Sonst hätte er es bereits getan. Darum versucht er ja, die zentrale Übertragungsstation von Kollektiv zu hacken. Meinst du diesen riesigen Ball, der am Himmel schwebt? Du sagst also, dass Petrov in der Nähe ist. Ich glaube schon. Das Notprotokoll hat den Großteil der Kommunikation zwischen Anlage 3826 und der Außenwelt blockiert. Diese Blockade kann nicht überwunden werden. Dazu wäre eine gesamte Wissenschaftsakademie erforderlich, wie die Akademie der Konsequenzen. Was will er dann erreichen? Wie du zweifellos bereits festgestellt hast, ist ein Kommunikationskanal... Oh, da hört er auf zu reden, wenn ich da reingehe. Okay, aber ich will wissen, was da ist. Ja, ist ein Spiel, das sich mal ein bisschen was traut. Also die Szene, also das Spiel wird irgendwie auch gecarried von den Ballerinas, weil darauf keult sich gerade jeder ein. Die sind aber auch hot. Man muss es dem Spiel lassen. Sie sind hot, sie haben irgendwie was. Wie du zweifellos bereits festgestellt hast, ist ein Kommunikationskanal mit der Außenwelt verbunden, der dem Notfallprotokoll nicht untersteht. Die geheime Regierungsleitung. So ist es. Diesen Kanal benutzt Dr. Sechenov, um den Kreml zu kontaktieren. Sonst hat niemand Zugriff darauf. Ja, niemand außer Oma Sina. Was führt Petrov also im Schilde? Ich glaube, er will die zentrale Übertragungsstation überlisten, indem er sich als Dr. Sechenov ausgibt. Dieser Mistkerl. Ich komme irgendwie hier nicht weg. Na jetzt. Alles klar, du bist ein bisschen dumm. Finde ich gut. Oma Sina. Ja, ich bin mal gespannt, was sie für eine Rolle hat. Also bis jetzt tappen wir komplett im Dunkeln. Ja, die Ballerinas, die sind... Ey, es gibt so viel Fanfiction von denen, ne? Also gefühlt die ganze Welt keult sich auf die Ballerinas ein. Alle finden die hot, die Ladies. Hey Mikhail, irgendwas stimmt mit dem Fabrikator in dem Gebäude drüben beim Abwasserrohr nicht. Zugang ich habe ihn um einen Werkzeugkasten gebeten, aber stattdessen kam eine verrückte Hummel herausgeflogen und hat mir einen riesigen Behälter zugeworfen. Ich komme nicht einmal hinein. Geh dir das bitte ansehen, ja? Alle anderen ignorieren meine Anrufe. Der Schneeball. Reichweite, Angriffsgeschwindigkeit. Meine andere Waffe ist halt... richtig schnell, ne? Die ist richtig schnell. So, wir lagern mal ein bisschen Zeug ein. Ich habe echt keine Heilung mehr. Ich glaube, ich stelle mir mal ein bisschen Heilung her. Ich kann auch noch nicht die noch besseren. Ich kann bis jetzt nur die mittleren machen. Ja, das reicht. Neue Waffen wären halt auch mal richtig nice. So, gib mal her hier. Karte. El Mapo. Testgelände 6. Bootstation. Okay, warte, hier oben ist ein Testgelände. Das da oder was? Ist das das Testgelände hier? So, hau mal weg. Ist das ein Testgelände? Nö. Okay, wo soll das sein? Da bin ich, da muss ich hin. Man kann es ja da auch nicht markieren, das Ding. Das ist ein Bootshaus. Das ist eine Windturbine und kein Testgelände hier. Ey! Kannst dich mal schön verpieseln. Du auch. So, haben wir schon Probleme? Was ist denn jetzt hier der Loot? Hier drüben. So.
Alter, komm schon. Aber hier kann man sich auch richtig dick hochgrinden. Wo ist das Testgelände? Wo ist das Testgelände? Das mit diesem Testgelände checke ich irgendwie noch nicht ganz. Testgelände 6, Testgelände 1. Der Reihenfolge muss man auch nicht einhalten. Ich habe keine Ahnung, wie man in diese Testgeländen reinkommt. Ich hätte jetzt gesagt, hier bei diesem Tunnel. Kamera, wo bin ich denn? P3, ja, ich bin voll drin im Testgelände. Aber da komme ich nirgendwo rein. Da könnte es eventuell zum Testgelände gehen. Was verfolgt mich? Ach, du schon wieder. Warte, was ist das da oben? Habe ich da irgendeine Kugel? Ist das irgendein Mechanismus? Der wird auch nicht hervorgehoben. Vielleicht muss ich wirklich Testgelände 1 machen. Gut, gehen wir mal rüber zu Testgelände 1. Ich will das jetzt wissen. Weil nur da gibt es Belohnung. Was ist das da oben? Irgendwas schwebt da oben. So, dann gehen wir mal los. Schnappen uns ein Auto und fahren einfach rüber. Warte mal, da hinten ist noch eine Kiste. Die hole ich mir definitiv, denn ihr wisst ja, wie wichtig alles ist in dem Spiel. Im Spiel ist einfach alles super wichtig. Yo! Will die mich aber auch nicht in Ruhe lassen, die Dudes. So, rein! Bam! Wie er wegrennt. Bam! Bam! Karte. Ah, bis ans Ende der Straße. Und dann sollte ich da sein. So, hier. Charles, da wären wir schon. Könnte Petrov wirklich die Übertragungsstation täuschen? Die wurde ja nicht von Anfängern programmiert. Da muss es doch Sicherheitsmaßnahmen geben, oder? Petrov ist ein begabter Ingenieur und Programmierer. Er hat es nicht ohne Grund in die Anlage 3826 geschafft. Er hat die digitalen Datenübertragungsprotokolle zwischen Programmierer und Roboter und zwischen Robotern untereinander optimiert. Er weiß also am besten, wie die Übertragungsstation funktioniert. Bedeutet das, dass Petrov sie täuschen könnte? Warum hat Dr. Sechenov diese Protokolle einer einzigen Person anvertraut? Das ist nur vorübergehend. Nach dem Start von Kollektiv 2.0 sind die digitalen Kommunikationskanäle nicht mehr relevant. Dann wird alles über Neuropolymer-Schwingungen übertragen. Der binäre Code verschwindet im Papierkorb der Geschichte. Genauso wie die Programmierer. Kein Wunder, dass Petrov so angepisst ist. Er will für Chaos sorgen, solange er noch kann. Grob gesagt ja. Auch wenn ich vermute, dass Petrov auch noch andere Motive hat. Scheiße. Sie erhöhen ihre Sensorenreichweite. Du hast ihre Sensoren ausgelöst, Major. Verzieh dich. So, hier ist ein Testgelände. Wie komme ich denn in diese verdammten Testgelände rein? Es kann doch nicht sein, dass es so schwierig ist. Da. Brauche ich da irgendeinen Schlüssel? Ich kann hier hoch. Kann ich da irgendwie von oben reinsteigen? Da ist auf jeden Fall... Also das wird das Testgelände sein, aber ich habe keine Ahnung, wie ich reinkomme. Gut, ich werde das rausfinden beim nächsten Mal. Die Folge ist jetzt eh rum. Machen wir mal so ein Testgelände, weil ich bin neugierig, wie das geht. Au! Alter, jetzt werde ich hier noch zerballert von den Viechern. Du scheiß Blechbüchse! Das wird ja alles vertreten. Das ist auf jeden Fall das Testgelände Nummer 1. Au, ey, come on. Ey, komm schon. Nicht cool, Alter. So, und jetzt bitte bleib tot. Ah, da kommen schon die ganzen Reparaturäffchen. Gut, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Und... Tschüss!